haben jetzt hier einen Renault Twingo aus dem Jahre 2000. Das Fahrzeug ist ein 8-Ventiler. Der Unterschied zwischen einem 8-Ventiler und 16V ist folgendes, also was das Motorsteuer angelangt. Das Motorsteuer beim 8-Ventiler ist direkt hier neben der Batterie. Ganz genau. Und beim 16V ist das Steuergerät direkt hier hinten, also hinter dem Motor. So, um das Motorsteuer beim 16V zu deaktivieren, müsste man die vier Imbusschrauben hinter dem Motorsteuer entfernen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber machbar. Zum Glück haben wir jetzt einen 8-Ventiler und wir zeigen jetzt ganz genau, wie man das Motorsteuer einmal entfernt. Es sind zwei Schrauben hier und eine Plastikabdeckung. Die Plastikabdeckung einfach zur Seite schieben, die zwei Schrauben entnehmen. Kein Problem. So, und dann gibt es den Stecker hier hinten. Den zieht man einmal ganz leicht hoch und ein bisschen fester drücken und dann nach hinten drücken. Und schon. Ja. So. Zack, da unten. Genau. Ja, das ist der Stecker auf jeden Fall. Genau, das ist der Stecker. Und dann kann man das Steuergerät einmal zur Seite schieben. Und entnehmen. Man sieht ganz genau, das Steuergerät ist ein Sirius 32, 8-Ventiler Steuergerät. Und aus dem Steuergerät können wir dann die Wegfahrsperre deaktivieren. So, wir haben jetzt hier einen Renault Megane aus dem Jahre 2003. Es ist ein 1,6er, typische Krankheit, Wegfahrsperre, aktiviert sich, Auto springt nicht an. Um die Wegfahrsperre zu deaktivieren, einfach das Motorsteuergerät ausbauen. Das Motorsteuergerät ist hinter dem, ja, wenn man das von vorne sieht, dann ist es hinter dem linken Scheinwerfer. Ja. Das Steuergerät hat zwei Muttern, zwei 10er Muttern, die sehen so aus. Ja, die befinden sich einmal hier und einmal da. Ja. Wir haben die jetzt schon abgelöst. Am besten einfach eine Ratsche dafür nehmen mit einer 10er Nuss. Für die innere würde ich eine längere Nuss nehmen, dann ist das besser für den Ausbau. So, dann zieht man das Steuergerät einfach raus. So. Einige haben immer ein Problem, das hier dann rauszuziehen, den Stecker abzuziehen. Das ist ganz einfach. Einfach die Verbindung nach links ziehen und dann das Steuergerät abstecken. Ja? Und das Steuergerät könnt ihr uns dann einfach vorbeibringen oder per Post zusenden. Also, wir haben jetzt ein Renault Kangoo aus dem Jahre 2002. Bei dem Fahrzeug haben wir die Wegfahrsperre deaktiviert. Das Steuergerät, das liegt bei dem Fahrzeug direkt hier neben der Batterie. Man kann ja auch ganz gut den Kabelbaum sehen. Und der Kollege zeigt jetzt ganz genau, wie man den Stecker abnimmt, um das Steuergerät zu entfernen. So. Einmal rausziehen, dann anheben. Ganz genau. Und hier hinten befinden sich dann noch jeweils eine Schraube rechts und eine links. So, wir haben jetzt einen VW Touran aus dem Jahre 2003. Bei dem Fahrzeug ist das Motorsteuergerät direkt unter der Scheibenwischerabdeckung. Hier ist das Steuergerät. Der Kollege. Also wir haben zwei Stecker. Den rechten und den linken. Einfach abziehen und das Steuergerät ist ab. Bei allen anderen VW-Modellen ist das Steuergerät meistens unter der Scheibenwischerabdeckung. Das ist dann direkt hier. Margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance, dance. Dance by water 'neath the Mexican sky.